Milenko Tomic, herzlich willkommen. Ein weiteres Mal nach einem Duell zwischen Helios Basket und Fribourg. Heute ein sehr, sehr ausgeglichenes Duell, das bis zum Schluss spannend war. Hast du Fribourg in dieser Form erwartet? Und wenn, und unabhängig von dieser Frage, wieso ist es heute so spannend gewesen? Ehrlich gesagt, ich habe es nicht erwartet, dass es so spannend war. Ich habe immer gehofft, dass so ein Match kommt. Wir haben in den letzten Jahren mehrere Spiele gehabt, die leider sehr schnell entschieden worden sind. Und ich muss sagen, Fribourg hat mich heute auch überrascht, vor allem taktisch sehr stark gespielt, sehr variabel. Und ich glaube, das ist auch entscheidend gewesen, dass das Match so spannend war bis zum Schluss. Jetzt haben wir in diesem Match eigentlich zwei grosse Läufe von Helios. Und zweimal hätte es können sein, dass das passiert, was du gesagt hast, dass das Spiel wirklich auseinander ist, dass Helios das früh entscheidet und nachher sicher ins Trockene bringt. Heute zweimal nicht passiert. Wo findet man als Team, ohne Dana Bojovic wohlgemerkt, wo findet man die Kraft in so einem Spiel wirklich nochmal Gas geben? Wir haben Janika Freeman mit Schmerzmitteln gesehen, wir haben Derek Amoro mit Ip und dem Finger gesehen. Wo nimmt man den Willen her? Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ich glaube, das liegt auch wahrscheinlich auch im mentalen Bereich. Also Fribourg ist immer wieder gekommen. Die jungen Spielerinnen haben sehr stark gespielt, nicht nur defensiv, sondern offensiv. Tiffany Sali und Frankina und so, die sind mit dem zurückgekommen. Ich glaube, das hat sie noch zusätzlich motiviert. Und eben, wie gesagt, der taktische Aspekt, also sehr gute Defense, sehr variabel mit Defense-Wechsel, mit kombinierter Defense. Helios hat Mühe gehabt, ganzes Spiel mit dem und die sind auch nie richtig ins Spiel gekommen. Und wegen dem hat Fribourg immer wieder keine zurückgekommen. Ich finde, das ist auch Charaktersache. Wenn man gut verteidigt, konstant über das ganze Spiel, dann kann man immer wieder zurückkommen. Jetzt muss ich dich gleich noch rasch fragen als Damen-Nationalmannschaftstrainer. Einfach mal nochmal vielleicht separat genau die beiden Spielerinnen, Tiffany Sali mit 12 Punkten, 6 von 8 aus dem Feld und dann haben wir dann Melin Frankina mit 5 von 6 aus dem Feld. Beide heute stark, beide heute Leistungsträger für ihre Teams. Unerwartet oder schon langfällig? Gut, man kennt sie natürlich. Das sind talentierte Spielerinnen, die sind schon im Programm von Swiss Basketball. Und man hat auch erwartet, dass sie mal das Potenzial können abrufen. Das ist heute passiert. Und ich freue mich natürlich sehr darüber. Es sind sehr junge Spielerinnen, die heute Top-Leistung gebracht haben. Und auch das ganze Spiel interessanter gemacht. Und natürlich die zwei, das sind Spielerinnen, die sollen in Zukunft auch eine gute Rolle spielen in der Nationalmannschaft. Jetzt hast du es gesagt, vom taktischen Bereich her. Ich und Valentin Wegmann haben beobachtet, dass sie am Anfang mit Zone gestartet sind und nicht mit Mama. Ist das ein probates Mittel über 40 Minuten? Oder welches sind die Elemente, wo du die kombinierte Defense genannt hast? Wo ist die Defense kombiniert und wo ist sie eine reine Zone verteilt? Also für mich ist das nicht unbedingt reine Zone gewesen. Es ist mehr so eine Matchup-Zone gewesen, wo sie kombiniert haben mit Box und One, die sind mit ein paar Leuten mitgegangen, mit ein paar Leuten geswitcht und so. Und natürlich, das ist komplexe Defense, es braucht viel Arbeit, aber es ist auch sehr effektiv, wenn man gut spielen kann. Und ich glaube, das ist im Team von Fribourg heute sehr gut gelungen. Und auf der anderen Seite, Fribourg war auch in Transition nicht schlecht heute. Sie haben probiert, auch schnell über das ganze Feld zu gehen. Ja, vielleicht kurz ein Einschub. 14 Fastbreak-Punkte für Fribourg und 6 nur für Helios. Eben, das meine ich, ja. Das sind natürlich die Punkte, die sehr wichtig sind in einem Cup-Final, wo nichts Normales ist wie bei anderen Spielen, wo Druck enorm groß sind. Die einfachen Punkte können entscheidend sein. Und ich finde, das Team von Fribourg, die haben sehr mutig gespielt. Eben die jungen Spielerinnen auch, aber alle anderen. Und vielleicht ist es auch Ursache in einer Defense, wo sie selber gemerkt haben, dass es funktioniert. Und das hat sie eben zusätzlich motiviert und Kraft gegeben. Und ich muss sagen, ich muss Coach von Fribourg absolut gratulieren. Taktisch von mir aus hervorragendes Spiel. Das Team von Fribourg sehr mutig gewesen und es hat nicht viel gefehlt, oder? Andererseits, Helios hat nicht so viele Spiele gehabt, solche Spiele in den letzten Jahren. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie gehen sie mit dem um? Also die sind sich gewohnt, dass sie irgendein Spiel entschieden. Und bis zum Schluss haben sie müssen kämpfen. Und das ist vielleicht auch eine neue Situation für sie oder eine Situation, wo sie wenig Erfahrung hatten, diese Saison oder die letzten Jahre, oder? Und jetzt hast du es gesagt, ich meine, das ist jetzt ein spezieller Anlass. Da geht es ein Spiel und man kann es gewinnen und man hat sofort Trophäen. Es kündigt sich wieder an, dass das auch die Finalpartie wird. Fribourg 4-2-1, Helios ist durch mit 3-0 im Finale.
Best of three. Nein, sorry, best of five. Wer zuerst drei Siege holt, kann. Hat Fribourg nach wie vor eine Aussenseiterchance, wenn es über fünf, maximal fünf Spiele geht? Oder ist Fribourg nur in dem Rahmen fähig, eine Überraschung zu realisieren? Ja. Ich bin eben heute ein bisschen begeistert vom Spiel von Fribourg. Und ich wollte nicht sagen, dass sie keine Chance haben. Also so ein Spiel kann sie extrem motivieren und aufstellen für die nächsten Spiele. Aber in Playoff ist auch Erfahrung sehr wichtig und das ist absolut auf der Seite von Helios. Definitiv. Und jetzt muss man das gleich nochmal ansprechen. Ich meine, bei Helios, auf der Seite von Helios, haben genau 5 Leute punktet. Und das sind meiner Meinung nach Starting 5. Von der Bank kommen 0 Punkte. Auf Seite von 11 12, gut, das war alles Tiffany Zari. Aber wie lange kann man so einen Kern bei Helios, wie lange kann so ein Kern funktionieren? Und was kommt vielleicht auch nach bei Helios? Ich meine, wir haben jetzt die Leute nicht viel gesehen, sie werden auch nicht viel eingesetzt in so einem Spiel. Wie löst man das für die Zukunft? Gut, das ist eine Sache vom Coaching von Helios. Von Coach von Helios kann da nicht gross mit ihnen mischen. Sie haben die jungen Spielerinnen. Die Meisterschaft, sie haben auch gespielt, also Alternative haben sie auf jeden Fall. Aber die Starting Five, die sind top eingespielt, die spielen jahrelang zusammen in der Nationalmannschaft bei Helios. Und also sie haben auch letztes Jahr so gespielt, ungefähr. Und ich denke nicht, dass das Problem kann sein. Aber natürlich, Rotation ist wichtig im Playoff. Und Helios, die Endlöte, die man einsetzen kann, also vielleicht ist heute wegen Situation und Entwicklung vom Spiel so gegangen, aber ich glaube nicht, dass jedes Spiel so wird sie. Also ich denke, sie werden schon mehr rotieren. Sie müssen zwangsläufig das irgendwann machen. Ja. Gut, ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Interview gewesen. Danke vielmals, Milenko Tomic, dass du dir Zeit genommen hast. Ein weiteres Mal. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit dem Herren. Ja. Cup-Final natürlich. Merci und danke vielmals für deine Expertise. Vielmals. Danke dir auch. Ja. Merci. Das also der Milenko Tomic, der Damen-Nationalmannschaftstrainer aktuell.